Dann sage ich schon mal herzlich willkommen zurück aus der Pause. Ich hoffe auch, alle vor den Monitoren haben die Zeit genutzt, um sich einen Kaffee, einen Tee zu machen. Kann man ja im Gegensatz zu uns hier auch entspannt nebenbei trinken. Ich meine, gut, wir hier haben Wasser, aber alle anderen haben es nicht ganz so bequem. Also ich hoffe, dass alle auch online eine schöne Pause hatten. Wir haben jetzt das Video von Augustin noch in die Kommentarfunktion gesetzt. Also per Link kann man sich zumindest da das anschauen. Wir können es jetzt hier gerade nicht, aber alle, die uns vor dem Bildschirm verfolgen, können sich das anschauen und wieder dann hinterher hoffentlich. Prima. Dann herzlich willkommen zu unserer ersten Panel-Diskussion zum Lieferkettengesetz. Ich habe noch, bevor wir anfangen, die Frage, ob die Amanda jetzt direkt dazukommt, ob wir einfach anfangen, warten, ob sie dann dazu stößt. Das heißt, Daumen hoch. Gut. Sie kommt. Dann nutze ich die Zeit einfach, um unsere Panelisten vorzustellen. Amanda Luna Takunan haben wir vorhin ja schon gesehen. Sie ist uns auch aus Aachen zugeschaltet, ist die Geschäftsführerin des Vereins Mama Kia, setzt sich ein für gerechtere Lösungen zwischen Lateinamerika und Europa, stammt ja selbst aus Peru und wird dann sicherlich gleich hier auch wieder auftauchen. Da ist sie, Amanda Luna. Herzlich willkommen auch im Panel. Dankeschön. Wunderbar, es klappt. Ich höre Sie, Sie hören uns. Toll. Ansonsten ist bei mir Steffen Vogel. Er arbeitet bei Germanwatch, ist dort Referent für zukunftsfähiges Wirtschaften in globalen Lieferketten und zwar im Rahmen des Berliner Programms für Promotorinnen und Promotoren. Er hat sich in der Initiative Lieferkettengesetz für das neue Lieferkettengesetz stark gemacht. Bernd Lange, direkt neben mir, ist Mitglied der SPD, niedersächsischer Europaabgeordneter und im Europäischen Parlament Vorsitzender des Handelsausschusses. Dort setzt er sich dafür ein, dass es bald auch auf der europäischen Ebene, kann noch ein bisschen dauern vermutlich, ein solches Lieferkettengesetz und ein ähnliches Lieferkettengesetz geben wird. Ich begrüße alle Panelisten herzlich zu dieser Diskussion. Ich würde gerne vielleicht anfangen, nochmal darauf zurückzukommen, was wir gesehen haben gerade in unserem letzten Vortrag von Augustin, als es um den Koltanabbau ging. Ich würde direkt das nochmal aufgreifen wollen, bevor wir jetzt in diese Diskussion zum reinen Lieferkettengesetz einsteigen und auch die Details besprechen und uns damit auseinandersetzen, ob das reicht, was da gemacht wurde, würde ich gerne einfach mal die Frage stellen, können wir mit diesem Lieferkettengesetz, so wie wir es in Deutschland jetzt bekommen werden, denn da überhaupt was ausrichten, diese Zustände, die den Koltanabbau betreffen? Oder können wir allein mit unserem Lieferkettengesetz da was ausrichten? Herr Lange? Ja, wir haben ja schon ein Lieferkettengesetz auf der europäischen Ebene verabschiedet vor nunmehr fast 3 Jahren. Und das ist ab 1. Januar in Kraft getreten. Ein Lieferkettengesetz zur Sorgfaltspflicht, gerade für Mineralien, die aus Regionen kommen, die mit Bürgerkriegen zu tun haben, wo Kinder gezwungen werden, in Minen zu arbeiten. Das sogenannte Konfliktmineraliengesetz, das dafür sorgen soll, dass von der Mine über den Schmelzofen bis hin zum Produkt eine Nachvollziehbarkeit der Sorgfaltspflicht gegeben ist. Und da sind wir auch jetzt stark in der Umsetzung. Koltan ist ein Produkt, also wo Tantal daraus kommt, was in jedem Smartphone enthalten ist, aber auch Gold, Wolfram und Zinn. Und wir kämpfen im Moment gerade dafür, dass Kobalt auch da hineinkommt, weil Kobalt in Elektrobatterien ist und Kobalt zu 60% aus dem Kongo kommt und ähnliche Problemstellungen hat, wie wir gehört haben. Und da bin ich ganz froh, dass es uns da gelungen ist, als kleines Modell eines Lieferkettengesetzes diese Sorgfaltspflicht für diese 4 Mineralien auf den Weg zu bringen. Und das zeigt schon, dass das ein bisschen komplexe Geschichte ist. Wir müssen die Unternehmen dazu zwingen, in ihrer Verantwortung dann auch die Sorgfaltspflichten umzusetzen. Wir müssen sicherstellen, dass es auch eine Zertifizierung gibt im Kongo, dass die Minen auch entsprechend überprüft werden. Bundesanstalt für Geowissenschaften ist da ein bisschen bei, es gibt nationale Kontaktstellen. Also da kann man schon ein bisschen dran lernen und man muss auch sicherstellen, dass letztendlich dann auch staatliche Aufsicht kontrolliert, wenn eben Gold aus dubiosen Quellen kommt, dass das dann sanktioniert wird. Also noch viele Aufgaben der Implementierung. Ist auch relevant für ein umfassendes Liefergesetz. Aber ich glaube, das zeigt, dass wir auf europäischer Ebene auf dem Weg sind, hier auch eine verbindliche Sorgfaltspflicht für europäische Unternehmen auf den Weg zu bringen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass wir das
als erste übrigens weltweit, auf den Weg gebracht haben. Dankeschön. Herr Vogel, wie beurteilen Sie das, was jetzt Hilfe direkt für den Kongo angeht, an dem Beispiel, das wir gesehen haben? Ja, Herr Lange hat es angesprochen, die Konfliktrohstoffverordnung hat ja da so einen ersten Schritt gemacht in die richtige Richtung, aber eben mit einem sehr beschränkten Anwendungsbereich. Ne? Also es bezieht sich nur auf Rohstoffe, es bezieht sich nur auf potenzielle Konfliktgebiete. Und ein Problem, das mir bekannt ist, sind auch relativ hohe Schwellenwerte. Sie wissen das wahrscheinlich in Zahlen auch, dass die Schwellenwerte, also wenn man mehr als diesen Schwellenwert importiert, dann fällt man unter diese Verordnung, dass dann die Sorgfaltspflichten eben erst greifen. Aber nichtsdestotrotz ist das schon mal ein erster Schritt, der da auf diesem, in diesem Rohstoffsektor gegangen worden ist. Und ja, die andere Schiene ist natürlich das Lieferkettengesetz, das erstmal alle Sektoren abdecken soll. Wir kommen wahrscheinlich gleich schon noch ein bisschen mehr ins Detail. Und da kann ich vielleicht schon mal vorwegnehmen, sind wir ja noch so ein bisschen skeptisch oder müssen wir noch in der Umsetzung schauen, ob das wirklich bis in die Minen im Kongo wirken wird. Sie meinen jetzt das, was auf europäischer Ebene umfassend geplant ist oder das deutsche Lieferkettengesetz? Naja, das deutsche Lieferkettengesetz ist ja jetzt verabschiedet worden und ja, da gibt es eben so eine abgestufte Sorgfaltspflicht, die eben sich nicht automatisch auf die gesamte Lieferkette erstreckt. Also Unternehmen müssen nicht für ihre gesamte Lieferkette automatisch prüfen, ob es da zu Menschenrechtsverletzungen wie eben Kinderarbeit oder Zwangsarbeit kommt, sondern es erstreckt sich im vollen Umfang nur auf die direkten Zulieferer. Und wenn man sich eine Handy-Lieferkette oder eine Computer-Lieferkette, an deren Anfang vielleicht eine Kobaltmine steht, vorstellt, dann ja, wird man sich vorstellen können, dass das eben nicht die direkten Zulieferer sind, wo da die größten Menschenrechtsprobleme bestehen, sondern dass das weiter hinten in der Lieferkette ansetzt. Aber jetzt sind wir schon relativ weit im Detail. Genau. Das macht nichts. Wir müssen ja, wollen uns ja genau darüber auch austauschen. Herr Lange, Sie hatten angesetzt. Ja, nur ganz kurz in der Tat zu den Thresholds, zu den Richtlinien für die Menge der importierten Mineralien. Da sind wir in der Tat in einer heftigen Diskussion. Es gibt, glaube ich, einen Unterschied, ob die niederländische Zentralbank, der größte Goldimporteur, tonnenweise Gold importiert, ist vielleicht eine andere Sorgfaltspflicht notwendig als der kleine Goldschmied um die Ecke. Aber da muss man sehr aufpassen. Da versuchen einige mit diesen Zahlen dann zu jonglieren und Umgehungstatbestände zu schaffen. Also da gucken wir sehr genau drauf. Ist ein Problem, aber haben wir im Blick. Es darf nicht sein, dass irgendwie die Mindestmenge so hoch ist, dass es letztendlich keine Mindestmenge mehr ist. Man merkt ja, finde ich, schon ganz gut, nur an diesem kurzen Einstieg, den wir gemacht haben, und dem ersten Punkt, den wir angesprochen haben, wie komplex es ist. Es geht um ganz verschiedene Bereiche, die eine solche Gesetzgebung abdecken kann, abdecken muss. Wir haben jetzt die umfassende Regelung für die EU angesprochen, die es noch nicht gibt, versus die partielle, die wir haben. Steff Vogel hat schon ausgeführt, was sich bei uns getan hat. Ich würde da gerne nochmal anknüpfen, weil wir heute vorrangig, nicht nur, aber vorrangig über das deutsche Lieferkettengesetz sprechen wollen. Sie haben sich stark gemacht dafür, Interinitiative, Lieferkettengesetz. Wie zufrieden sind Sie denn jetzt? Eine große Frage, ich weiß, aber fangen wir doch einfach mal an. Ja, also es war ja eine Zitterpartie bis zum Ende. In der allerletzten Sitzungswoche des Bundestages geht dann das Lieferkettengesetz auch tatsächlich durch und ist dann quasi ja auch ein Erfolg gewesen. Also wir sehen es als Erfolg auch der zivilgesellschaftlichen Initiative Lieferkettengesetz, in der sich ja auch sicherlich viele von den heute im Raum Anwesenden engagiert haben. Wir haben ein super breites Bündnis aufgestellt. Über 125 Organisationen haben sich zusammengeschlossen und haben sich für dieses Ziel eingesetzt, in Deutschland ein Gesetz mit verbindlichen Sorgfaltspflichten zu verankern. Und nicht nur, dass wir das Gesetz haben, ist ein Erfolg, sondern glaube ich auch ein Stück weit, dass wir das Thema vielleicht auch aus dieser entwicklungspolitischen Bubble rausgeholt haben. Also wir haben eine so breite Debatte in Deutschland geführt, wo sich Leute eingebracht haben, die sonst damit eigentlich gar keine Berührungspunkte haben.
Und das zeigt auch eine Umfrage, die wir in Auftrag gegeben haben letztes Jahr, dass sich wirklich 3/4 der Bevölkerung in Deutschland für ein Lieferkettengesetz aussprechen, über alle Parteigrenzen hinweg übrigens. Und das zeigt, dass das Thema wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Und das ist schon mal ein großer Erfolg. Und ja, wenn Sie mich fragen, wie zufrieden bin ich mit dem Gesetz? Das Gesetz ist erstmal ein erster Schritt und es leitet auch einen Paradigmenwechsel ein, weil wir haben uns ja, jahrelang auch von den Unternehmen eigentlich angehört, dass freiwillige Maßnahmen das Nonplusultra sind und dass Menschenrechte ja schon geachtet werden und dass ja schon alles so vorbildlich wäre. Und die Bundesregierung hat ja in ihrem nationalen Aktionsplan dann letztes Jahr herausgefunden, nach 5 Jahren Laufzeit des Aktionsplans, dass das eben nicht reicht. Und das war den Schluss, den wir schon lange gezogen hatten als Zivilgesellschaft, nämlich dass Unternehmen mit freiwilligen Maßnahmen nicht ausreichend die Menschenrechte achten. Und infolgedessen ist dann das Lieferkettengesetz angestoßen worden und markiert jetzt tatsächlich wirklich hier so eine Zäsur von der Freiwilligkeit hin zu verbindlichen Standards, zu einer verbindlichen Gesetzgebung auch und einer behördlichen Durchsetzung, die sich in dem Gesetz tatsächlich auch sehen lassen kann. Andererseits sind wir nicht, waren wir etwas verhalten mit den Sektkorken auch dann am Ende, weil das Gesetz ja deutlich abgeschwächt worden ist. Also Sie haben das mitbekommen, dass das Bundeswirtschaftsministerium vor allem auch in Verbindung mit den großen Industrieverbänden und Wirtschaftsverbänden alles dran gesetzt hat, dieses Gesetz entweder zu stoppen oder es möglichst zu verwässern. Und in manchen Punkten ist ihnen das auch offenbar gelungen. Also Bundesminister Müller und Heil sind letzten Sommer mit einem viel ambitionierteren Vorhaben angetreten, als was jetzt letztlich in Gesetzesform gegossen worden ist. Zum Beispiel die zivilrechtliche Haftung ist rausgeflogen. Also die Möglichkeit für Betroffene, die Menschenrechtsverletzungen erlitten haben, in Deutschland auch Schadensersatz einfordern zu können vor deutschen Gerichten. Das ist jetzt im Gesetz, steht nicht nur nicht drin, sondern ist sogar offiziell explizit ausgeschlossen worden. Und der andere Knackpunkt sind die abgestuften Sorgfaltspflichten, die ich eben schon mit dem Bezug auf den Kobaltabbau oder auf die Minen im Kongo angesprochen habe, dass die Sorgfaltspflichten vollumfänglich nur bis zur ersten Zuliefererstufe gelten. Und alles, was dahinter ist, also da, wo die größten menschenrechtlichen Probleme auch bestehen, auf den Plantagen, in den Minen, das ist für Unternehmen jetzt quasi nur zwingend von Bedeutung, wenn sie auch von Menschenrechtsverletzungen Kenntnis erlangen. Also wenn sie eine substantiierte Kenntnis haben, so steht es im Gesetz, dass es menschenrechtliche Probleme gibt, dann müssen sie auch prüfen, dann müssen sie auch eine Risikoanalyse durchführen für Zulieferer, die möglicherweise an Lieferstufe 2, 3, 4, 5 stehen. Genau, aber das ist eine relativ hohe Hürde und deswegen ziehen wir da ein recht gemischtes Fazit zum Lieferkettengesetz, wenngleich wir uns freuen, dass es jetzt tatsächlich eins gibt. Vielen Dank schon mal für diese Einschätzung und wir werden im Verlauf der Diskussion auch noch mal zu weiteren Schwachpunkten kommen, also dann vielleicht auch mal ein bisschen stärker ausdividieren, was Ihnen dann nicht ausreichend erscheint in diesem Gesetz, wie es jetzt kommen wird. Ich würde gerne an dieser Stelle Amanda Luna eine Frage stellen, wenn es darum geht, dass wir von Sorgfaltspflichten in Lieferketten sprechen, jetzt gerade auch mit Bezug auf das deutsche Lieferkettengesetz, geht es ja oft zentral darum, für menschenwürdige Bedingungen im Süden unserer Erde zu sorgen. Also im Gebiet, das Sie jetzt sehr gut kennen. Wie blicken Sie denn als Peruanerin mit indigenen Wurzeln auf dieses deutsche Lieferkettengesetz? Erstmal, ich freue mich, dass irgendwie diese Gesetze auch so langsam in Europa so gekommen sind. Aber ehrlich gesagt, ich habe ein bisschen Angst, dass es einfach so wie Gesetze so bleiben, aber dass auch nicht so implementiert werden. Ich glaube, da gibt es so zwei Wege. Die Gesetze stehen da. Wie machen wir die Gesellschaft Teil von diesen Gesetzen auch so mit Aufklärungsarbeit und so weiter? Aber auf die andere Seite, man muss auch so denken, es steht nicht nur Europa im Fokus,
sonst steht auf Afrika, Lateinamerika und die anderen Kontinenten, Asien zum Beispiel. Und da muss auch so irgendwie eine Kommunikation so kommen. Weil wenn wir diese Kommunikation nicht so halten, werden wir auch nicht so ganz genau so wissen, wie gehen wir zusammen um. Das ist nicht nur, dass in Europa alles so eine neue Struktur bei Unternehmen so vorbeikommen sollten, sonst auch bei Unternehmen in Lateinamerika. Und vor allem muss ich auch noch erleuchten, die Arbeiten bei Minenunternehmen und so weiter, manchmal läuft das mehr als 60%, zumindest in Peru, ist illegal. Und da ist auch so die Frage, wie schaffen wir diesen Minen, die auch so illegal arbeiten, auf die gute Richtung irgendwie so, dass einfach diesen Prozess auch legal so wird. Ich glaube, wir brauchen so mehr Aufklärungsarbeit auf beide Seiten. Ich weiß nicht zum Beispiel, wie ich ein Unternehmen hier überzeugen kann, bitte mach das nicht, oder das bedeutet gleichzeitig Menschenrechte, so Verletzungen und so weiter. Manchmal ist das schwierig, die Leute, die einfach nur im Kopf so denken, ich muss meine finanzielle Lage versichern, ich muss meine ökonomische Situation als Unternehmen, diesen Wettbewerb weiter nach vorne so zu gucken und auch nicht die Verantwortung so zu nehmen. Das macht mir ein bisschen Sorge, dass vielleicht nur in Gesetzen etwas so bleibt oder in Zertifizierungen, die man auch nicht so ganz deutlich weiß. Vielleicht gibt es eine Beobachter, die das so ganz genau überprüft hat und so. Aber vielleicht nicht nur in Deutschland, sonst auch in Lateinamerika. Und da ist auch für mich als Peruanerin vielleicht mehr Arbeit. Ne? Wir haben ein Korruptionssystem, aber ein Korruptionssystem, das nicht nur in Lateinamerika steht, sonst ist es überall. Das denke ich auch nicht, dass in Deutschland etwas so nicht existiert. Vielleicht hat es andere Namen. Aber ich weiß, dass es so eine große Struktur ist und dass wir vielleicht langsam auch erkennen sollten, mehr Beobachtung, mehr Leitfaden vielleicht in den unterschiedlichen Prozessen. Und dann kann ich auch so verstehen, wenn manche Unternehmen das auch nicht so mitmachen wollten oder einfach als große Herausforderung sehen, wenn wir auch nicht zusammen als Gesellschaft in einem Wandelsprozess so zusammen hingehen. Und das bedeutet nicht nur die Unternehmen, sondern vielleicht auch etwas in unserem Kopf anders so aufzubauen oder dekonstruieren, um zu überlegen, das Leben ist nicht nur Geld, ist nicht nur so ein Haus so zu haben, auch nicht nur ein Auto, auch mein Kaffee so Vormittag immer da zu haben, sonst, dass ich auch Verantwortung wegen meiner Konsume auch so haben, in Bezug auf andere Länder. Das ist ein bisschen, wo vielleicht mehr Wunsch ist, so Sensibilisierungsarbeit. Also meinen Sie, dass wir alle natürlich auch in der Pflicht sind und das nicht nur auf Unternehmen abwälzen können, sage ich mal. Vielen Dank. Ja. Herr Lange, Sie sind Mitglied des Europäischen Parlaments. Sie setzen sich in Brüssel, sagte ich schon, ein für ein europäisches Lieferkettengesetz, auch wenn das wahrscheinlich eine Langstrecke werden wird, bis wir dann da sind. Ich würde Sie, bevor wir da in diesen Kosmos eintauchen, einfach gerne fragen wollen, wie denn die Reaktionen in Brüssel auf europäischer Ebene sind auf das, was wir jetzt in Deutschland verabschiedet haben und was wir bekommen werden ab 2023. Mit der zeitlichen Dimension müssen wir mal gucken, wie schnell das geht. Ich sage, im Moment sind die Türen auf. Wir haben hier dieses kleine Vorbild und das ist, glaube ich, auch ein tragfähiges Modell um Lesson Learned, ne? Dass man da aus Fehlern auch lernen kann. Und wir haben ja mit einer riesengroßen Mehrheit, Dreiviertel Mehrheit im Parlament, eine Initiative aus dem Parlament beschlossen. Also insofern bin ich da fest überzeugt, da wird das nicht auf die lange Bank geschoben. Und wir haben ja in mehreren europäischen Ländern einzelne Gesetze. In Frankreich haben wir eins, in Niederlande haben wir eins, jetzt haben wir in Deutschland eins. Ich glaube schon, wenn wir einen europäischen Binnenmarkt haben, macht es Sinn, dass wir das europäisieren
und klarstellen, für alle die im europäischen Binnenmarkt tätigen Unternehmen muss es eine Sorgfaltspflicht geben. Und ich finde es richtig, dass die Länder jetzt mal sich auf den Weg machen, weil es auch eine Veränderung der Denkweise bringt. Und da stimme ich Ihnen völlig zu. Das war früher sehr stark in der Nische in der Diskussion und jetzt ist es in der Gesellschaft völlig angekommen. Das ist richtig und gut so. Und insofern begrüße ich auch das deutsche Gesetz. Wiewohl wir natürlich auf der europäischen Ebene ein Stück weit anders uns nochmal oder weitergehend positionieren. Wir haben in Deutschland und übrigens auch im französischen Gesetz eine Schwelle für Unternehmen hinsichtlich ihrer Mitarbeiterzahl. Und da bin ich so ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt, weil es gibt kleine Unternehmen, die großen Impact haben, große Auswirkungen auf Lieferketten. Also eine Minengesellschaft mag vielleicht nur ganz wenig Beschäftigte haben, hat aber große Auswirkungen auf die indigene Bevölkerung und auf die Arbeitsbedingungen. Und ein großes Unternehmen mag vielleicht den Ahornsirup aus Kanada importieren, wo es relativ wenig Risiken hinsichtlich der Verletzung der Sorgfaltspflicht und der Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten gibt. Also wir wollen stärker einen risikobasierten Ansatz fahren, der dann allerdings alle Unternehmen umfasst und auch die gesamte Lieferkette umfasst. Also insofern, ja, das ist ein Anschub und eine Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind, aber wir wollen den Weg noch etwas weiter ausbauen. Dankeschön. Ein kleines Vorbild, so ähnlich, glaube ich, haben Sie sich gerade ausgedrückt. Das deutsche Gesetz ist ja natürlich ein ziemliches Vorbild und ich stimme Ihnen zu, wenn man bedenkt, wie jetzt die Prozesse sich gestalten, ist es natürlich wahrscheinlich einen großen Einfluss, den das haben kann. Herr Vogel, wie sehen Sie das denn? Dieses deutsche Lieferkettengesetz, inwieweit kann das den europäischen Prozess beschleunigen? Meinten Sie jetzt, dass die Konfliktrohstoffverordnung als kleines Vorbild oder das Lieferkettengesetz in Deutschland als kleines Vorbild? Sie hatten ja die Konfliktmineralienverordnung, ne? Ja, weil wir wären da vielleicht so ein bisschen skeptischer noch, ob das deutsche Lieferkettengesetz tatsächlich als Vorbild dienen kann für die europäische Regelung. Es wird ja jetzt viel von der Blaupause sogar geredet. Also das BMZ hat sich so geäußert, das Entwicklungsministerium, auch einzelne CDU-Abgeordnete sprechen jetzt davon, dass auf europäischer Ebene eigentlich das Gleiche oder die gleichen Standards festgemacht werden sollen, wie wir sie jetzt in Deutschland verabschiedet haben. Und ja, da sind wir auf jeden Fall skeptisch. Nach all den Verwässerungen, die wir im deutschen Prozess gesehen haben, sagen wir eigentlich in Europa, auf europäischer Ebene muss es deutlich weitergehen. Und es geht auch deutlich weiter, wenn wir sehen, was Justizkommissar Reynders letztes Jahr für einen Vorschlag gemacht hat für ein europäisches Lieferkettengesetz, dann ist das wesentlich ambitionierter als das, was jetzt Deutschland hier verabschiedet hat. Stichwort zivilrechtliche Haftung ist mit drin. Herr Lange, Sie haben es angesprochen, der Anwendungsbereich für Unternehmen ist sehr viel breiter. Reynders hat davon gesprochen, das für alle Unternehmen gelten zu lassen, und zwar nicht nur die in Europa ihren Sitz haben, sondern auch die in Europa Geschäfte machen, also auch ausländische Unternehmen, die hier auf dem Markt wirtschaften. Und ja, dass es auch eine Regelung, eine EU-Regelung sein soll, die sanktionsbewehrt ist, weil sonst hält sich ja niemand dran. Also Reynders war da letztes Jahr sehr klar und wir glauben, dass das europäische Ambitionsniveau deutlich über dem deutschen liegen sollte. Sie haben das ja schon gut zusammengefasst und in Teilen auch angedeutet, dass der Abstimmungsprozess letztlich schwierig war, dass sich verschiedene Minister in Deutschland, ich bin jetzt auf der deutschen Ebene, dass die Prozesse schwierig in der Abstimmung waren, dass es einfach gegensätzliche Auffassungen gab. Es ist immer die Frage, wer sich da durchsetzt. Wenn Sie jetzt sagen, Sie hoffen oder glauben, dass sozusagen das, was wir in Deutschland haben, doch ein Vorbild sein könnte in dem Sinne für Europa, dass man darüber hinausgeht oder vielleicht, wenn ich es richtig verstehe, daraus lernt, ja, oder sagt, wir haben hier ein paar Schwachstellen, beurteilt ja jeder anders, wo diese Schwachstellen liegen, aber die greifen wir auf und vertiefen. Herr Lange, wie kann man denn sagen oder wie kann man davon ausgehen, dieses Kräftemessen, dass der eine Kommissar das will, der andere das, das ist ja auf der europäischen Ebene ganz genauso. Wie stellen wir denn sicher, dass das da nicht wieder so ein, oder wie beurteilen Sie den Prozess vor dem Hintergrund dieses Kräftemessens, das es ja geben wird, auch auf europäischer Ebene? Also generell, glaube ich, liebe Freunde, ist es manchmal ein Vorteil, Gesetzgebung auf europäischer Ebene zu machen, weil da die
Verquickung mit nationalen, auch nationalen Industrieinteressen nicht so stark ist. Wir sind ein Stück weit von Einzelinteressen abgehoben. Könnte ich viele Beispiele erzählen, von denen ich glaube, dass eine Gesetzgebung, die wir in Europa gemacht haben, in Deutschland nie Wirklichkeit geworden wäre. Also insofern bin ich da ganz optimistisch. Und wie gesagt, wir haben da ja eine breite Unterstützung bisher gehabt. Und der Justizkommissar Herr Reinders, auch ein paar andere Kommissarinnen und Kommissare haben sich da positioniert, die ja den Gesetzgebungsvorschlag machen müssen. Und es ist eine sehr komplexe Geschichte, weil in der Tat, es gibt ja im Grunde drei Pfade. Der eine Pfad ist, wie ist die Verantwortung in der Lieferkette zu gestalten? Habe ich gesagt, das wollen wir risikobasiert machen. Muss man dann natürlich auch klare Kriterien haben. Was heißt das? Welche Verletzungen sind dann zu bedenken und wo liegt das Risiko? Da müssen wir auch viele Hilfestellungen geben. Da sind wir auch auf NGOs dann angewiesen, dass da die konkreten Beispiele geliefert werden, sodass man sagen kann, hier in der Lieferkette bei dem Unternehmen, da gibt es ein besonderes Risiko, da müsst ihr besonders achten. Da muss man auch ein bisschen neue Technologien wie Blockchain mit hineinbringen. Der zweite Pfad haben Sie auch angesprochen, wie gehen wir um mit nicht-europäischen Unternehmen, die aber Produkte auf den europäischen Markt bringen. Also ganz platt gesagt, Produkte aus Xinjiang, die mit Zwangsarbeit hergestellt werden. Also da geht es eher um Importrestriktionen. Und die dritte ist in der Tat die Unternehmensverfassung. Wir wollen auch, dass per se Unternehmen anders sich einstellen, also nicht nur der kurzfristige Profit ist das Unternehmensziel, sondern die nachhaltige Entwicklung. So drei Pfade, die auch unterschiedliche rechtliche Grundlagen haben. Also es ist ein bisschen komplexer Geschichte, aber ich hoffe, dass wir das so im nächsten Jahr dann auf die Schiene stellen können. Wichtig bei der Geschichte ist natürlich auch immer, welches Land gerade die Ratspräsidentschaft in der Europäischen Union hat. Und das hat im nächsten Jahr Frankreich im ersten Halbjahr. Und die sind da sehr involviert und der französische Handelsminister, mit dem ich da auch im engen Austausch. Also insofern bin ich optimistisch, wissend, dass natürlich auch gerade deutsche Verbände, die gegen das deutsche Lieferkettengesetz mobilisiert haben, das wahrscheinlich auch auf der europäischen Ebene versuchen werden. Herr Lange, danke. Sie sagen, dass Sie einen Vorschlag gemacht haben der Europäischen Kommission für ein solches Gesetz. Was ist denn mit diesem Vorschlag passiert? Ja, die Arbeit ist ja immer so, dass die Kommission macht ein paar, also wir würden das hier in Deutschland Weißbuch nennen, man macht einen Stein ins Wasser und dann macht das Europäische Parlament eine Stellungnahme, einen legislativen Bericht, wo wir sagen, so stellen wir uns das Gesetz vor und dann legt die Kommission einen finalen Gesetzgebungsvorschlag vor. Und das ist gerade in der Arbeit und der wird Ende September auf dem Tisch des Hauses liegen und dann muss er verabschiedet werden. Der sollte aber, wenn ich das richtig gesehen habe, schon da sein, dieser Vorschlag. Nee, der sollte, ja doch, jetzt im Juli sollte er da sein, ist jetzt um 2 Monate verschoben worden. Und zwar insbesondere wegen dieses Pfades Unternehmensverfassung. Weil das ist wirklich eine komplexe Geschichte, weil das zu europäisieren bedeutet, dass man in 27 unterschiedliche Unternehmensverfassungen der Mitgliedstaaten eingreift. Und das ist eine weitaus schwierigere, als wenn man die Lieferketten-Sorgfaltspflicht für die Zulieferkette aufstellt. Und da hat insbesondere der Industriekommissar nochmal gesagt, da möchte ich nochmal ein bisschen drauf gucken. Und deswegen gab es diese 2 Monate Verschiebung. Enttäuscht Sie das, dass dieser Vorschlag jetzt nicht, wie es eigentlich angepeilt war, auf europäischer Ebene vor der Sommerpause da ist, sondern sich jetzt wahrscheinlich im September, vielleicht auch ein bisschen später, ziehen wird? Ja, später, das werde ich nicht akzeptieren. Ich habe mit dem Industriekommissar letzte Woche auch darüber gesprochen und auch noch mal ein bisschen geguckt, warum, was hat er auf dem Herzen und so. Nein, die 2 Monate machen den Kohl jetzt nicht fett, wie das so schön heißt, weil auch hier gilt, glaube ich, liebe Freunde, wie im Straßenverkehr, eine Sorgfaltspflicht vor Schnelligkeit. Und weil das eine relativ komplexe Operation ist, glaube ich, ist es besser, wenn wir da einen vernünftigen Vorschlag auf dem Tisch haben, als wenn es da gleich ein paar Angriffsflächen gibt. Und dann, wie gesagt, wird der Prozess sicherlich noch ein Jahr dauern, bis das Gesetz fertig ist. Wir bleiben dran.
Herr Vogel, wir haben schon angesprochen, die größten Schwächen, die Stärken des deutschen Lieferkettengesetzes. Sie haben da sich schon Punkte rausgegriffen, auf die Sie eingegangen sind. Da würde ich gerne mal darauf zurückkommen. Im Detail, wie beurteilen Sie die Grenze der Unternehmen, für die dieses Gesetz ab 2023 fortlaufend gelten soll, dass es erstmal nur für die größten Unternehmen greifen soll, diese Sorgfaltspflichten in den Lieferketten? Ja, also das deutsche Lieferkettengesetz gilt ja zunächst für Unternehmen ab 3000 Mitarbeitenden und diese Schwelle wird dann gesenkt auf Unternehmen mit 1000 Mitarbeitenden oder mehr. Und ja, Herr Lange hat es angesprochen, er ist da skeptisch und wir sind da auch skeptisch, ob das wirklich einen ausreichenden Impact haben wird in der deutschen Wirtschaft. Gerade bei Unternehmen, die auch große Unternehmen sind, also laut Handelsgesetzbuch ab 250 Mitarbeitenden ist ein Unternehmen ein Großunternehmen. Aber selbst unter dieser Schwelle können Unternehmen wirklich gravierende menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken in ihren Lieferketten haben. Man denke nur an kleine Modemarken, die aus Südasien ihre Klamotten beziehen. Warum sollen die jetzt nicht unter das Lieferkettengesetz fallen? Warum sollen die jetzt nicht sich mit ihren Zulieferern auseinandersetzen, dass da keine Ausbeutung herrscht oder dass da vielleicht möglicherweise sogar Fabrikbrände oder Einstürze passieren können, bestimmte Arbeitsstandards einfach gewahrt sind? Also diese Schwelle sehen wir problematisch. Wir haben gefordert, das ab 250 Mitarbeitenden festzulegen und auch KMUs, also kleine und mittlere Unternehmen, in diesen Risikosektoren auch mit reinzunehmen. Herr Altmaier hat dann gesagt, machen wir es doch ab 5000. Und nun hat sich die Bundesregierung auf diese 3000-1000 Schwelle geeinigt. Wir sehen das als Problem, aber ich glaube, das ist noch was, was am ehesten im Laufe des Prozesses noch weiter abgesenkt werden kann. Und da hoffen wir natürlich auch auf die EU-Regelung, dass da eine niedrigere Schwelle angelegt wird, möglicherweise sogar gar keine Schwelle, sondern eben ein risikobasierter Ansatz, wo geschaut wird, welches Unternehmen hat eigentlich die größten Risiken und auch den größten Impact. Vielen Dank. Amanda Luna, wir haben Ihren Vortrag gehört über die Situation in der peruanischen Kaffeeproduktion, bei den Kaffeebauern, bei den Kaffeebäuerinnen. Was glauben Sie denn, dieses Gesetz, deutsche Lieferkettengesetz, wird das irgendeinen Einfluss haben auf die Punkte, die Sie genannt haben? Ich erinnere mich da vor allem auf die Wasserknappheit durch den Klimawandel, das hatten Sie erwähnt, oder auch eine Preisproblematik. Glauben Sie, dass das konkret für Ihren Vortrag, also für das, was Sie geschildert haben in Ihrem Vortrag, Auswirkungen haben wird? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, nicht alle, aber Lateinamerika schaut immer, was Europa macht. Und deswegen glaube ich, wenn Sie auch langsam verstehen können, dass auch Änderungen in der Gesetze so reinbringen sollten, wird auf jeden Fall etwas sich ändern. Wie gesagt, letztes Jahr hatten wir auch ein neues, oder es wurde so restrukturiert, ein Gesetz für die Produzenten da in Peru. Und das finde ich, ist ein Schritt nach vorne. Und ich glaube, mit dem Druck oder mit dieser Information oder mit diesen Regelungen oder Gesetzen, was man auch so von Europa bekommen konnte, das kann auch ein bisschen mehr Druck da in die unterschiedlichen Regierungen in Lateinamerika so führen, dass vielleicht auch diese Änderung schneller kommt. Und nicht, dass gleichzeitig die Änderung bedeutet, dass die unterschiedlichen Produzenten von Kaffee, von Quinoa, von Kartoffeln und so weiter einfach einen Krieg durchführen sollten, um nach vorne so zu gehen. Wie gesagt, in Peru oder in unterschiedlichen Ländern, dann kann ich nicht so für jedes Land so reden, kann ich nur von meiner Region so reden. Wir hatten schon Wasserkrieg, wir hatten schon Kartoffelkrieg, weil auch Belgien nach Peru Kartoffel exportiert hat. Und wir sind so die meisten oder die Produzenten, die mehr Sorten von Kartoffeln in Lateinamerika so produzieren. Und immerhin
Belgien war da im Hintergrund, die Kartoffeln konnten sie sich nicht verkaufen und da kamen so die großen Konflikte. Und wirklich, da so zu sein, ich habe das so zweimal erlebt und das wünsche ich mir nicht für die nächsten Generationen, dass für jeden Schritt wirklich eine Kommune oder Leute sterben sollten, das muss nicht so funktionieren. Deswegen glaube ich, wenn diesen Druck oder diesen Regelungen oder Gesetze auch in Verbindung mit Lateinamerika langsam reinkommen sollten, konnte auch so etwas diesen Prozess schneller machen und gleichzeitig vielleicht nicht immer erwarten, dass wir solche Konflikte durchführen, um etwas von der Regierung so zu bekommen. Vielen Dank, Amanda Luna. Es geht eben auch um Umwelt und wenn wir jetzt auf das deutsche Lieferkettengesetz schauen, ist Schutz der Menschenrechte das eine, was zu beachten gilt. Umweltschutz ist das andere große Thema. Wie sehen Sie den aufgefangen, abgedeckt in dem Gesetz, Herr Vogel? Ja, das war ja einerseits ganz interessant, dass in dem ursprünglichen Entwurf, den Müller und Heil, also der Arbeits- und Entwicklungsminister letztes Jahr, rausgebracht haben, dass da von Umwelt eigentlich gar nicht die Rede war. Und das ist jetzt im Laufe der Verhandlungen auch zum Teil zumindest mit reingekommen. Jetzt bezieht sich das Lieferkettengesetz auf drei, aber doch recht isolierte Abkommen, also auf persistente organische Schadstoffe, auf Quecksilberemissionen und auf gefährliche Abfälle, die auch alle sehr eng verknüpft sind mit menschlicher Gesundheit. Also Verstöße gegen diese Abkommen ziehen auch potenziell Menschenrechtsverletzungen, Gesundheitsbeeinträchtigungen nach sich. Und wir glauben, dass es eigentlich eine breitere umweltbezogene Sorgfaltspflicht bräuchte, um auch ja, Entwaldung vorzubeugen oder den Schutz von Biodiversität, Ökosystemen und dem Klima, um dem auch Rechnung zu tragen. Und das ist jetzt eben nur sehr isoliert in diesem Lieferkettengesetz abgedeckt worden. Aber immerhin, also es sind drei Abkommen, die vorher noch gar nicht drin waren. Und da sieht man, glaube ich, auch so ein bisschen Sinneswandel oder dass dieses Thema wichtiger wird und dass umweltbezogene Sorgfaltspflichten mit auf die Tagesordnung gehören. Und das können wir ja auch Ihnen mitgeben, vielleicht Herr Lange, dass das im EU-Prozess auch eine Rolle spielen sollte. Da wird eine ganze Menge jetzt verlangt, glaube ich, in diesem Prozess auf EU-Ebene. Wir haben ja schon über die Unternehmen gesprochen. Sie haben angesprochen, dass der Widerstand im Wirtschaftsministerium groß war gegen dieses Gesetz. Nun kann man ja nicht alle Unternehmen über einen Kamm scheren. Es geht ja nicht. Es gibt ja auch viele, die haben sich vorher schon engagiert und haben das auch gerne gemacht, auch wenn die Zahl derer, die sich freiwillig engagiert haben, zu gering war. Ich möchte Sie trotzdem fragen, wenn es ein Unternehmen wirklich sagt, ich kann das gar nicht leisten oder ich will das nicht leisten, also vielleicht auch ein Unternehmen, das davon jetzt gar nicht betroffen ist, weil ich betroffen einen schwierigen Ausdruck finde in dem Kontext, aber für die das Gesetz nicht gilt. Was würden Sie dem Unternehmen sagen, dass das sagt, ja, ich würde ja gerne, aber meine Lieferkette, die ist so komplex, ich kann das eigentlich gar nicht alles überschauen, unmöglich. Also ich glaube, vor dem jetzt verabschiedeten Lieferkettengesetz muss wirklich kein Unternehmer und keine Unternehmerin wirklich Angst haben. Weil es so zahm ist? Ja, also weil die Sorgfaltspflichten eben auch so abgestuft und eingeschränkt sind, dass das jetzt wirklich jedes Unternehmen auch in der Größenordnung, wo wirklich, wo es Compliance-Abteilungen gibt, wo teilweise wirklich Dutzende Mitarbeiter an diesem Thema Compliance arbeiten, dass das jetzt kein Hexenwerk mehr sein sollte. Und es gibt auch verschiedene Studien, die geschätzt haben und ausgerechnet haben, wie viel würde es denn die Unternehmen kosten, wenn man in der gesamten Lieferkette eine Sorgfaltspflicht etablieren würde? Und das war so im Hundertstel, Tausendstel Prozentbereich des Jahresumsatzes. Also das sind wirklich keine mörderischen Summen, die dafür veranschlagt werden. Es kostet natürlich Geld, also klar, das war ja auch mit ein Anliegen der Unternehmen, die sich schon engagieren und die schon auf Menschenrechte achten in ihrer Lieferkette, zu sagen, wir wollen nicht mehr dieser Dumpingkonkurrenz ausgesetzt sein. Also wir wollen, dass gleiche Standards und dieses Level Playing Field eben für alle Unternehmen gilt. Und deswegen haben wir auch ein Unternehmensstatement mit Dutzenden Unternehmen, die sich für ein Lieferkettengesetz ausgesprochen haben.
Und die zeigen, dass es geht. Also die zeigen, dass es geht, dass man sich in Lieferketten reinbegeben kann, dass man Transparenz schaffen kann, dass man Risiken aufdecken kann und dass man Menschenrechtsverletzungen verhindern kann, auch proaktiv. Und genau, deswegen sind das zum Teil ja so Argumente, die jetzt auch so ein bisschen vorgeschoben kommen, interessanterweise auch oft eher von den Verbänden, also von der verfassten Wirtschaft, als von einzelnen Unternehmen, weil da eben schon bei vielen Unternehmen ein Umdenken stattgefunden hat, aber es doch eher die Verbände sind, die sich da noch sperren. Dankeschön. Und auf europäischer Ebene, Sie haben den risikobasierten Ansatz erwähnt. Was würden Sie da den Unternehmen mitgeben, die sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott? Oder wie können Sie sozusagen sagen, es ist doch eigentlich wirklich eine gute Sache, wenn wir es alle machen? Ist jetzt mal vernünftig, dann profitieren alle? Erst einmal, glaube ich, ist es genau richtig, dass viele Unternehmen viel weiter sind als die Verbände, weil sie aus eigenem Antrieb, aber eben auch aus der gewachsenen Bewusstseinsstruktur in der Bevölkerung Nachhaltigkeit auch praktizieren. Und es gibt eben einige Free Rider, die das nicht machen. Und das ist natürlich eine Wettbewerbsungleichheit. Und deswegen viele Unternehmen dafür. Und zum Zweiten, auf Ihre Frage, muss klar sein, was eigentlich die Sorgfaltspflicht denn ausmacht, damit Unternehmen auch wissen, was sie zu erfüllen haben und damit das auch gerichtsfest ist. Das ist übrigens ein Problem im französischen Gesetz, das sehr, wie soll ich sagen, weit formuliert ist und viel Interpretationsspielraum lässt und viele Gerichtsverfahren letztendlich nicht entschieden werden konnten, weil eben nicht klar ist, ob ein Unternehmen verstoßen hat oder nicht. Deswegen wollen wir Klarheit, also Verstöße gegen Menschenrechte, allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation, die 8 und 12 Umweltstandards plus das Pariser Klimaschutzabkommen als klare Kriterien, worauf zu achten ist. Und das muss dann entsprechend natürlich auch dokumentiert und überprüft werden können. Deswegen müssen wir da sicherlich auch Hilfestellung und aber eben auch Transparenz. Nochmal Blockchain, weil Beispiel war eben Kaffee und Kakao, sind wir gerade dabei, auch ein paar Projekte zu machen, wo wir von der Produktion von der Bohne bis im Laden die Lieferkette denn auch Transparenz machen können. Und das muss klar sein. Und deswegen nochmal auch sehe ich auch, Unternehmen brauchen da keine Angst haben. Wir wollen die Klarheit, was zu tun ist. Und dann ist es eben wirklich abgestuft, auch hinsichtlich der Risiken, die damit verbunden ist. Nochmal, Ahornsirup aus Kanada hat weniger Risiken als Kaffee oder Kakao aus Peru oder aus Ghana. Dankeschön. Herr Vogel, Sie haben das schon angedeutet. Ich gehe nochmal zurück einen Schritt auf die Initiative Lieferkettengesetz, in der Sie sich jetzt engagiert haben. Wie schwierig haben Sie es in dieser Initiative empfunden, dieses Gesetz auf den Weg zu bringen? Sie haben es erläutert, 125 Organisationen, also sehr, sehr viele Menschen, die da mitgemacht haben. Wie haben Sie diesen Prozess empfunden oder als wie schwierig haben Sie den empfunden? Also intern lief dieser Prozess super gut, muss ich sagen. Also ich bin ja jetzt noch nicht so lange dabei auch, aber ich habe das als eine sehr, sehr symbiotische wirklich Zusammenarbeit von ganz verschiedenen zivilgesellschaftlichen Organisationen empfunden. Die Gewerkschaften, die Umweltverbände, wir als German Watch, die kirchlichen Organisationen, die haben alle ihre Stärken eingebracht in diesen Prozess. Und genau, VEN und die Landesnetzwerke. Und das war wirklich eine sehr gute Zusammenarbeit, eine sehr enge Zusammenarbeit, gerade auch in der Hochphase der Kampagne. Und ja, wir haben es geschafft, in ganz Deutschland wirklich auch in kleinen Dörfern präsent zu sein mit der Kampagne. Wir haben über 200.000 Unterschriften gesammelt und wir haben es wirklich geschafft, das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen. Also insofern war das eine sehr gute Zusammenarbeit und gleichzeitig, wenn Sie sich auf den Gesetzesprozess selber beziehen, dann war das für uns natürlich ja, insofern schwierig, dass wir auch auf Regierungsebene natürlich Gespräche führen und natürlich versuchen, auch EntscheidungsträgerInnen zu sensibilisieren für dieses Thema. Das ist auch gelungen. Und ja, gleichzeitig, wenn man sich dann ansieht,
wie von der Gegenseite, also von den verfassten Wirtschaftsverbänden, da ganz anders agiert werden kann und welche Kanäle da auch Richtung Regierungsbank existieren, also welche Gespräche da auch auf hochrangiger Ebene stattgefunden haben, im Winter noch zwischen Industrievertretern oder Handelsvertretern und Ministerien und dem Kanzleramt. Das sind natürlich Kanäle, die wir als Zivilgesellschaft so in der Form nicht haben. Und das ist auch ein Ungleichgewicht. Und insofern, glaube ich, haben wir da sehr viel erreicht. Und es ist auch sehr viel gewachsen durch diese Initiative. Und gleichzeitig war natürlich klar auch irgendwie, dass wir nicht alle unsere Forderungen jetzt da in Gesetzesform gegossen sehen durch die Bundesregierung. Also da haben Sie schon auf Frustrationspotenzial, Frustrationstoleranz sozusagen, da haben Sie schon einkalkuliert, dass Sie ein paar Abstriche machen müssen. Ja, das gehört ja dazu, wenn man Politik macht und wenn man Entwicklungspolitik macht. Braucht man auch manchmal ein dickes Fell, ja. Vielen Dank. Sören hat Kontakt aufgenommen mit mir. Sind wir schon bei den Fragerunden? Ja, das würde ich sagen. So viel Zeit haben wir nicht mehr. Genau, ich würde gerne noch eine Frage an Amanda Luna stellen und dann können wir gerne damit beginnen, die Publikumsfragen mit aufzunehmen. Von den Leuten hier, aber auch von unserer Online-Gemeinde. In Ordnung? Amanda Luna, ich würde gerne noch eine Frage stellen, weil es ja in dieser Veranstaltung um die Vision 2030 geht. Und wenn Sie jetzt auf die Vision 2030 schauen, ich meine die Nachhaltigkeitsagenda mit den 17 Zielen, ein riesiges Projekt, das die ganze Welt betrifft, wenn wir es jetzt einfach mal in Bezug auf eine Sorgfaltspflicht bei den Lieferketten sehen, ja, was wäre Ihre Vision 2030 für eine solche Lieferkettengesetzgebung mit Bezug auf Ihre Herkunft? Ich würde so sagen, im Bezug auf Peru würde ich mir wünschen, eine plurinationale Gesetzbuch. Weil Ecuador und Bolivia haben schon die Gesetze und wirklich auch die Rechte von der Natur auch so zu schützen. Das bedeutet, dass die Lagunen, dass die Berge und so andere Ressourcen als Lebewesen auch Rechte haben. Das ist, was ich mir auch so wünsche, dass Peru auch langsam in diese Richtung so geht. Weil wenn wir das so auch gehen, bedeutet auch gleichzeitig, dass die Leute auch aufpassen sollten, wenn irgendwie mit den Ressourcen auch arbeiten wollten. Das würde ich mir auch so wünschen, dass wir es so irgendwie so schaffen. Das steht auch bei uns im Blick, auch wissen Klimabewegungen in Lateinamerika mit Escazú und ILO-Konvention. Ich würde mich auch so freuen, wenn irgendwie solche Empfehlungen, was Lateinamerika hat und wahrscheinlich Afrika auch, so wie die ILO-Konvention und auch Escazú, wird auch so hier gehört und auch so bestätigt. Zum Beispiel bis jetzt haben wir nicht für diese ILO-Konvention die Zusage von Deutschland so bekommen. Und würde ich mich so freuen, wenn irgendwie das so kommen konnte, weil das konnte auch dabei uns unterstützen und diesen Prozess weiter so zu machen. In Bezug auf Deutschland oder Europa, ich würde auch so denken, die Ziele sind so ganz gut so geplant und ganz gut so formuliert, aber wirklich das so zu implementieren auf einer Lokalebene, in meiner Region zum Beispiel, würde das nicht klappen, würde das nicht so funktionieren. Vielleicht kann ich das adaptieren. Aber manchmal sind Sachen, die vielleicht in Deutschland oder in Europa universalisiert werden, so wie Menschenrechte und auch die Ziele, SGD-Ziele und so weiter, manchmal kann ich nicht implementieren auf eine Lokalregion, wo auch die Leute andere Meinungen, andere Priorität und vielleicht noch in anderen Prozessen sind, irgendwie einfach da rein so zu gehen und so zu sagen, das sind die Ziele und da machen wir alles zusammen. Sonst vielleicht auch akzeptieren, welche Vorschläge habt ihr? Welche Vorschläge, was habt ihr bis jetzt so gemacht? Wurde das so gehört oder nicht? Weil vielleicht hier, ich als Peruanerin, mit einer Person als Migrationshintergrund, werde ich auch nicht so viel Platz so bekommen und meine Stimme vielleicht noch stärker so zu machen und auch so zu sagen, es gibt wirklich Schwierigkeiten, diese Ziele auf lokale Ebene so zu verwirklichen oder das umzusetzen. Und das muss auch so irgendwie auch klarkommen in Europa, dass vielleicht manche Prozesse, die ihr als Europäer erlebt, nicht gleichzeitig bedeuten, dass wir auf den gleichen Schnelligkeit, auf den gleichen
Ziel auch zusammen so gehen wollten, vielleicht anders. Aber da ist so zum Beispiel, wo ich denke, es fehlt viel Kommunikation und wie gesagt, ich würde mich auch so freuen, wenn wir nach diesen Konferenz immer noch in Verbindung setzen mit den Leuten, die auch so hier sind, weil das ist eigentlich auch eine gute Arbeit, diese Netzwerkarbeit und Austausch. Ganz vielen Dank. Ich danke insgesamt den Panelisten für diesen ersten Schwung und jetzt beziehen wir das Publikum mit ein. Wie wollen wir anfangen? Wollen wir erst die Fragen von hier sammeln? Wollen wir abwechselnd was reinwerfen? Gibt es vielleicht schon Online-Fragen? Also ich habe hier eine Online-Frage oder besser ein langes Online-Statement von einer Nutzerin sozusagen, von einer Teilnehmerin. Und die Lea hier hat das andere Mikrofon für die Gruppe hier. Ihr könnt jetzt alle überlegen, was ihr gleich fragen wollt. Und ich lese erst dieses Statement vor. Perfekt. Am besten, oder? Super. Okay, also ich setze das mal zusammen, weil es sind verschiedene Postings. Anschließend eigentlich an das, was gerade gesagt wurde, damit Gesetze zum Schutz von Menschenrechten und Umwelt bzw. Klimaschutz tatsächlich wirksam sind, braucht es eine klare Trennung zwischen Wirtschaft und Politik. Solange Lobbyisten aus der Wirtschaft der Politik Gesetze schreiben und Politikerinnen in Aufsichtsräten von Unternehmen sitzen, ist eine von der Wirtschaft unabhängige Politik nicht möglich. Weiter geht's. Braucht es nicht ein ganz anderes Wirtschaftssystem, bei dem Soziales und Ökologisches an erster Stelle stehen? Das heißt, eine Wirtschaft, die dem Mensch dient und nicht andersherum? Alles andere bleibt doch im Grunde nur eine Art Kosmetik. Das heißt, die ursprünglichen Ursachen werden nicht verändert. Wie passt das angeblich christliche Bekenntnis der CDU zu der Abschwächung der Sorgfaltspflicht im deutschen Lieferkettengesetz? Wie passt es damit zusammen, wirtschaftlichen Interessen über Menschenleben und Umweltschutz zu stellen? Und Herr Lange, direkt an Sie, aus meiner Sicht schließen sich kurzfristige Profite und echte Nachhaltigkeit aus. Der Fokus auf den kurzfristigen Profit, dem sich alles andere unterordnet, ist ja ein wesentlicher Grund für die weltweiten Herausforderungen. Das war jetzt eine Teilnehmerin, die sich hier gut dabei war, sag ich mal. Ich kann da jetzt keine Frage daraus ableiten. Es ist sozusagen eine Meinung, die kundgetan wurde, die sicherlich absolut was für sich hat. Herr Lange, wollen Sie darauf was sagen? Oder? Natürlich hängt das mit unserem Wirtschaftssystem zusammen. Ne? Da könnte ich jetzt einen bedeutenden deutschen Philosophen und Ökonomen des letzten Jahrhunderts oder vorletzten Jahrhunderts zitieren. Das ist nach wie vor wahr. Und deswegen ist natürlich, dass wir jetzt, was wir machen, versuchen, Kapitalismus an die Leine zu legen. Und das hat manchmal ganz gut geklappt, manchmal weniger gut. Ich denke, im Moment sind die Türen dafür offen, dass es auch global mehr Verantwortungsbewusstsein gibt. Und die Chance müssen wir nutzen, auch wissend, dass wir nicht den Himmel auf Erden schaffen werden. Aber zum Beispiel mit den Vereinigten Staaten sind jetzt auch Möglichkeiten der Kooperation. Wir gerade, was die Frage der Menschenrechtssituation und der Regierung auch in Lateinamerika betrifft, wir wissen alle, die Regierung in Peru, wie wenig die sich um die Interessen der Menschen kümmern, dass man da auch stärker Druck ausübt. Also Gesetzgebung werden wir sicherlich hinkriegen und wir versuchen auch global da zu wirken. Aber es ist in der Tat richtig, letztendlich ist die Triebfeder der wirtschaftlichen Entwicklung eine, die nicht unbedingt im Interesse der Menschen ist. Und da müssen wir dran arbeiten. Und das machen wir eigentlich, glaube ich, in vielen Bereichen, im Bereich der NGOs, aber auch in der Politik bei Parteien außerhalb der CDU schon. Vielen Dank. Jetzt kommt eine Frage aus dem Publikum. Ja, alles klar, sorry. Ja, ich habe ganz gespannt diese Diskussion verfolgt, eben auf dem Podium. Und mir sind zwei Sachen im Kopf. Das eine ist, diese Denke, die wir haben, ja, wie, du hast das formuliert, Barbara, wie können wir die Unternehmen überzeugen, dass das gut ist, das Gesetz. Das spiegelt ja unsere Denke wider. Ich würde es mal andersrum formulieren. Wie kann es sein, dass ein Unternehmen Gewinne damit macht, dass es Menschenrechte verletzt? Hallo, da ist doch irgendwas schräg. Also es ist eigentlich andersrum, ja. Und trotzdem haben wir im Kopf,
dass wir denken, wir müssen die überzeugen, damit sie das Lieferkettengesetz gut finden und machen. Also das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, wo ich glaube, wo es auch noch sehr viel zu tun gibt für uns als Zivilgesellschaft, das Denken zu hinterfragen und anders zu denken. Und das andere, wo ich aufgehorcht habe, war bei Bernd Lange, als er eben gesagt hat, ich muss mal kurz gucken, Unternehmensverfassung hast du gesagt. Das geht ja in die gleiche Richtung und geht auch ein bisschen, öffnet ein bisschen die Tür für morgen, wenn wir über Vision 2030 reden. Spannend finde ich daran, was siehst du für Möglichkeiten oder wie siehst du die Diskussionen dazu? Du bist ja näher an der Lobbyarbeit mit Unternehmen dran als wir jetzt. Siehst du da Möglichkeiten, eine solche Verfassung hinzukriegen? Gibt es da offene Ohren? Gibt es da ein nach vorne Denken auch in der Wirtschaft? Das würde mich nochmal von dir interessieren. Ja, das ist genau die Frage, ne, wie man, sagen wir, Kapitalismus an die Leine legt. Also eine ganz entscheidende. Und das wird ein harter Kampf werden. Ich glaube, noch ein härterer Kampf als die Sorgfaltspflichten in der Lieferkette. Wenn wir wirklich in die Unternehmensverfassung hineinschreiben, das Interesse des Unternehmens ist nicht, die kurzfristigen Erwartungen der Aktionäre zu erfüllen, sondern eine nachhaltige, dem Allgemeinwohl verpflichtete Unternehmenspolitik zu führen, die den Menschen Arbeit gibt und nachhaltig global wirkt. Das ist nicht eine einfache Operation, sage ich euch und Ihnen. Das hat schon heftige Reaktionen ausgelöst. So, ne, was mischt sich da die Politik in die originäre Tätigkeit von Unternehmen aus? Man kann ja viele Gesetze und Regulatorien machen, wo wir uns halten wollen, aber wo wir und wie wir investieren, wie wir produzieren, das ist doch wohl originäre Aufgabe eines Unternehmens. Ich sage, ist es nicht. Unternehmen, ist ja auch im Grundgesetz verankert, haben eine gemeinwohlorientierte Aufgabe. Aber genau das ist der Punkt. Ein Kollege aus der Kommission, Paul Niemitz, übrigens auch hier aus Niedersachsen, vertritt diese Arbeit bei dem Justizkommissar Reinders sehr, sehr intensiv und kämpft leidenschaftlich dafür. Und ich versuche immer, ihn auch immer zu unterstützen. Aber das brauchen wir, eine gemeinsame Aufgabe, dass wir hinkriegen, Unternehmen müssen dem Gemeinwohl verpflichtet sein und nicht einzelnen Aktionärsinteressen. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Im Chat habe ich keine gerade. Dann aber würde im Publikum ich gerne weiter ins Publikum welche. Gehen. Dame links hat die Hand gehoben. Oh, darf ich jetzt aufstehen? Okay. Ich bin klein, ich muss aufstehen und richtig so sprechen. Das ist in Ordnung. Genau, ich komme auch ursprünglich aus Peru. Natürlich schließe ich mich an Amanda Luna, an alles, was sie gesagt hat. Es geht viel mehr als um Gesetze. Ich glaube, es geht um Paradigmenwechsel und ein Wechsel in unserem Denken, aber auch in die Bilder, die wir hier haben. Und als ich das Gespräch und der Konversation gefolgt habe, nicht nur dieses, sondern viele, die mit dem Lieferkettengesetz zu tun haben, habe den Eindruck, dass wir denken in Deutschland oder in Europa, dass Europa die heile Welt ist und dass Menschen- und Umweltrechte hier nicht verletzt werden. Oder die Arbeitsrechte hier in Deutschland oder in Nachbarländern, EU-Länder, nicht verletzt werden. Vor 2 Jahren war ich Teil der Fair Academy von der Clean Clothes Kampagne und ich konnte kaum glauben, dass Näherin von großen Firmen, die hier in Hannover existieren, Läden, Schweden, Niederlande und so weiter, jetzt auch in Lateinamerika, in Bulgarien, andere osteuropäische Länder, Balkanländer, also nicht EU-Länder, auch produzieren unter unglaublichen Bedingungen und dass in Bulgarien eine Näherin 83 Euro pro Monat verdient. Weit unter dem Mindestgehalt. Und ich dachte, ich kann es nicht glauben, aber ich habe sehr selten Kleidung gekauft und wenn, habe ich geguckt, es ist made in der EU
mit dem Gedanke oder dem Myth im Kopf, ja, mindestens wurde gut genäht und so weiter und so fort. Aber wäre nicht ein Weg, dass mindestens diese Lieferkettengesetz auf Europaebene, mindestens in Europa oder mindestens in Deutschland, ich glaube, die Corona-Krise hat richtig zu Licht gebracht, die Konditionen, in denen viele Menschen in Deutschland auch arbeiten. No, in der Fleischindustrie und, der Spargel, also das ist unglaublich, was hier, und kommen wir auch zu dem Thema Wasser, wir alle haben wahrscheinlich gesehen, auch die Dokumentar bezüglich Bichel in Frankreich und was Coca-Cola in Frankreich macht. Und wenn in Europa das nicht implementieren werden kann oder in Deutschland, wie können wir es verlangen, dass das in Lateinamerika oder Asien oder andere Kontinenten implementieren werden kann? Wie können wir es verfolgen? Ich glaube, bedarf also auf einer Seite die politische Schiene und auf der anderen Seite viel Aufklärungsarbeit und Aufklärungsarbeit auch in dem Sinne, dass ja, wir müssen Paradigmen wechseln und unser Denken wechseln. Dankeschön. Ja, also vielen Dank für den Kommentar, den ich super, super wichtig finde. Auch bei allen Themen über den globalen Süden und Entwicklungspolitik auch immer vor der eigenen Haustür zu kehren, finde ich super wichtig. Also Stichwort Fleischindustrie, Tönnies und so weiter, die Spargelfelder, die bei uns in Brandenburg vor der Haustür sind, wo zum Teil Menschen aus Osteuropa einfach als Praktikanten angestellt werden, um den Mindestlohn zu umgehen. Ich habe mich viel auseinandergesetzt mit der Landwirtschaft in Südspanien, auch EU. Ja, und da sehen wir auch Gewerkschaftsbekämpfung, Union-Busting, Mindestlöhne werden nicht eingehalten. Und deswegen finde ich super wichtig, dass jetzt hier auch nicht einfach, ja, dass auch im Lieferkettengesetz nicht einfach die EU ausgeschlossen worden ist, sondern dass auch Sachverhalte in der EU damit reinfallen. Und dass auch für die EU-Regelung, die jetzt kommen wird, glaube ich, auch wichtig ist. Also man meint immer, und es gibt natürlich auch schon hohe Standards, oftmals ist es aber auch in der Umsetzung einfach, wo es krankt. Also in Almeria, wo ich öfters war, in Südspanien, da stehen 40.000 Gewächshäuser, in denen zum Teil sehr schlechte Arbeitsbedingungen herrschen. Ganz viele Menschen aus Nordafrika, aber auch aus Osteuropa, die dort arbeiten unter schlechten Bedingungen. Und für diese 40.000 Gewächshäuser gibt es 12 Arbeitsinspekteure, also die da nach dem Rechten sehen sollen. Und wenn diese Behörden besser ausgestattet wären, und diese Probleme haben wir ja nicht nur in Spanien, sondern die sehen wir auch, sehen wir auch in Pakistan. Nasir Mansour hat es angesprochen, wenn es da eine bessere staatliche Aufsicht gäbe, dann würde sich da schon ganz viel tun. Und deswegen, ja, vielen Dank für den Hinweis, den ich total teile. Ich würde das aber noch ergänzen, ja, staatliche Aufsicht, die muss verstärkt werden, auch in der Europäischen Union. Aber auch die Möglichkeiten der Kolleginnen und Kollegen müssen gestärkt werden. Und wir sind gerade dabei, festzuschreiben, wir versuchen es, um das jetzt korrekt zu sagen, wir versuchen festzuschreiben, dass in jedem Land der EU mindestens 70% der Kolleginnen und Kollegen allgemeinverbindliche Tarifverträge haben müssen, um da die gewerkschaftlichen Aktivitäten zu stärken und das Wehren zu stärken. Ist auch nicht eine einfache Operation, mal sehen, wie weit wir kommen. Aber ich glaube, das ist ganz zentral, dass die Kolleginnen und Kollegen in Rumänien, in Spanien wirklich auch die Möglichkeit haben, ihre Interessen kollektiv durchzusetzen. Ganz vielen Dank. Haben wir weitere Fragen vielleicht erstmal online? Gleich. Nee, machen wir hier im Saal einmal weiter. Okay, wenn es nichts gibt, gerne, klar. Ja, vielen Dank auch nochmal für den Austausch. Ich habe das mit großem Interesse verfolgt. Meine Frage bezieht sich auf die Konsequenzen für Unternehmen. Also wir haben jetzt viel darüber gesprochen, welche Unternehmen in die Verantwortung gezogen werden, aber nicht, was für Sanktionen es gibt. Ich weiß, dass das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle dort quasi ein Auge drauf werfen wird, ob die Lieferkette so eingehalten wird, wie wir uns das jetzt vorstellen. Aber ich glaube, dass die Unternehmen jetzt wirklich schlottern werden, falls da in der Lieferkette was falsch läuft. Ich glaube, das
malt einfach ein falsches Bild. Also was wird konkret passieren, wenn ein Unternehmen diese Lieferkette falsch durchführt? Wie können wir das kontrollieren? Und vor allem auch nochmal, was Amanda Luna gesagt hat, müssen wir da nicht viel mehr die lokalen Stimmen der Menschen, der Regionen mit einbeziehen in diese Kontrollinstanzen und da verstärkt darauf hören, reicht das, wenn das nur irgendwie eine deutsche Behörde macht? Herr Vogel? Genau, das Bundesamt für Ausfuhrkontrolle ist angesprochen worden. Das ist die Behörde tatsächlich, die für die Umsetzung und Kontrolle des Lieferkettengesetzes eingesetzt wurde. Wir waren da lange sehr skeptisch, weil dieses Bundesamt dem vorhin schon genannten Bundeswirtschaftsministerium untersteht. Nun sehen wir aber, dass diese Behörde schon mit sehr guten personellen Ressourcen auch ausgestattet ist und auch wirklich scharfe Werkzeuge hat, um die Einhaltung des Lieferkettengesetzes zu kontrollieren. Dazu gehören Bußgelder, das ist ja so das gängigste verwaltungsrechtliche Sanktionsinstrument. Also dieses Bundesamt kann bei Verstößen gegen das Lieferkettengesetz bis zu 2% des Jahresumsatzes an Bußgeld verhängen. Und das ist dann bei je nach Unternehmen schon eine ganz schön ordentliche Summe. Es kann Unternehmen auch ab einer bestimmten Bußgeldhöhe von der Außenwirtschaftsförderung ausschließen. Und deswegen glauben wir schon, dass es da bestimmte Instrumentarien gibt, um die Unternehmen da gewissermaßen an die Leine zu nehmen. Und was auch wichtig ist, um nochmal auch die Einbeziehung der Betroffenen vor Ort mit reinzunehmen. Betroffene können sich nämlich an das Bundesamt für Ausfuhrkontrolle, also das BAFA, wenden und Missstände aufzeigen, sodass das Bundesamt dann auch handeln muss und mit den Unternehmen, bei den Unternehmen nachhaken muss. Habt ihr da was gemacht? Habt ihr da eine Risikoanalyse angestellt? Also diese substantiierte Kenntnis, die ich vorhin angesprochen habe, die dann auch bis ans Ende der Lieferkette reicht, die kann über dieses Bundesamt auch generiert werden. Also Menschen können sich daran an dieses Bundesamt wenden. Wobei natürlich, Stichwort Kommunikation, Amanda Luna, noch natürlich die Frage ist, wie das dann konkret vonstatten geht. Also kann sich dann die Kaffeebäuerin aus den Anden tatsächlich ans Bundesamt für Ausfuhrkontrolle wenden oder auf welchem Wege passiert das? Sind da die Lieferketten überhaupt transparent genug, dass die Menschen wissen, wohin das geliefert wird und welches deutsche Unternehmen da möglicherweise diese Produkte verkauft? Das sind alles noch so ein bisschen offene Fragen, die jetzt in den nächsten Monaten sich wahrscheinlich konkretisieren werden. Ich würde gerne fragen, wie viel Zeit wir noch haben, um das Publikum einzubeziehen. Ich habe nur Sören die Hand heben sehen. Wie ist unser zeitlicher Stand? Ich bin der Meinung, wir haben noch welche Zeit. Ja, ich glaube, es gibt ein kleines Missverständnis. Also ich glaube, wir haben eigentlich geplant, bis 17.30 Uhr zu machen. Wobei im Programm sozusagen erst ab 18 Uhr die Live-Musik steht, aber wir eigentlich noch Abendessen müssen zwischendurch. Deswegen sind wir jetzt so ein bisschen durcheinander. Ich jetzt auch. Ja, ich glaube, du bist von 18 Uhr ausgegangen, richtig? Ja, genau. Jetzt ist Sadia gerade auch nicht im Raum. So passiert das einfach mal. Das macht ja trotzdem Spaß. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Ich würde sagen, wir nehmen uns noch die 10 Minuten, die wir jetzt haben, um dann ein bisschen früher Schluss zu machen vor 18 Uhr, um dann zumindest noch Abendessen zu können und dann... Ich würde vielleicht noch mal ganz kurz ergänzen, also da sind wir uns mit dem deutschen Gesetz völlig einig. Wir wollen auch die Bußgelder knüpfen an den Umsatz der Unternehmen. Ist übrigens auch eine Idee, die wir in der Datenschutzgrundverordnung geboren haben und hat sich auch bewährt. Da sind die Unternehmen schon ganz vorsichtig, weil das nämlich sehr schnell astronomische Summen geht. Nochmal zu der Frage, wie die Kaffeepflückerin sich denn dann beschweren kann. Wir wollen da die EU-Delegation, das wäre vielleicht auch nochmal für die deutschen Botschaften, vielleicht für das deutsche Gesetz relevant, eine Kontaktstelle in den EU-Botschaften einführen, um hier vor Ort eine Ansprechmöglichkeit zu haben. Amanda Luna hatte die Hand gehoben, bitte. Kann man mich hören? Ich weiß nicht, ich sehe mich jetzt gerade nicht mehr. Ja. Okay. Gut zu hören für uns. Ja, genau. Es gab so die Frage, ne, wie kann ich mich so kommunizieren mit dem
Kaffeeproduzenten in Lateinamerika und so weiter. Da spielen wir zum Beispiel als migrantische Selbstorganisationen auch so eine Unterstützung oder eine Brücke. Und man muss auch so sagen, jetzt haben wir die Digitalisation neben uns. Die Gespräche, die vielleicht wir in diesem Jahr in der Pandemiezeit immer über Zoom so gemacht haben und so weiter, hatten wir schon vor der Pandemie. Ich war immer in Kontakt mit Peru und so weiter. Und ich glaube, man kann auch so solche Apps oder etwas so entwickeln, wo man auch wirklich da in einem Ort in Lateinamerika oder in einer Region auch so als, keine Ahnung, als eine Seele vielleicht da aufbauen und vielleicht das auch so zu prüfen, dass die Leute auch digital reingehen konnten und dass ihr auch so über Umfrage oder ein bisschen qualitativ oder quantitativ auch etwas bewerten konntet. Ich glaube, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Die Kommunikation ist jetzt einfacher wegen diesem Online-Format, sonst wäre auch nicht hier. Und deswegen sollen wir vielleicht das auch nutzen. Und wie gesagt, ich bin immer offen und immer in der Kommunikation so zu kommen mit unterschiedlichen Akteuren auch in diesem Prozess. Ne? Ganz vielen Dank dafür. Ich würde fragen, haben wir online eine Frage oder wollen wir noch mal ins Publikum gehen? Nur ganz kurz eine kleine Spitze vielleicht aus der Online, die ich nicht vorenthalten will. Wenn, müssen Sie vielleicht auch nicht darauf antworten, Herr Lange, aber wenn Sie als SPD das wirklich ernst meinen, warum koalieren Sie dann immer wieder mit der CDU? Ne, ist so eine Grundfrage wahrscheinlich. Die können wir aber auch morgen, denke ich, mit den MdBs besprechen, was, glaube ich, sinnvoll ist, weil die dazu bestimmt eine ganze Menge zu sagen haben. Von daher nehmen wir die Frage einfach mit, aber ich wollte sie einfach nur einmal hier vorgelesen haben. Ich glaube, da oben war noch eine Frage, ne? Ja, ich habe eine Frage an Steffen Lange. Also erstmal vielen Dank für das Lobbying und 125 Organisationen zusammenzubringen. Ich habe jetzt die Frage, wie es weitergeht. Also im Bereich Ernährung, Landwirtschaft erleben wir jedes Jahr im Januar die Wir haben es satt Demos. Und ich glaube, es braucht einfach diesen Nachhalt, dass das Thema weiter auf der Agenda bleibt. Das Bewusstsein ist da in der deutschen Bevölkerung, das haben Sie ausgeführt. Und ja, es braucht jetzt einfach eine Fortsetzung. Was sind da Ihre Ideen und Überlegungen? Sie meinten mich jetzt, ne? Genau. Vorname hat gestimmt, genau. Nee, sorry, alles gut. Wie geht es weiter? Das ist die große Frage. Wir werden auf jeden Fall die Umsetzung des Lieferkettengesetzes weiter ein Auge drauf haben, Stichwort Bundesamt für Ausfuhrkontrolle, dass die ihre Arbeit richtig machen. Da wird es auf eine starke Zivilgesellschaft ankommen, die da wirklich auch den Finger drauf hat und ein Auge drauf hat, da zu kontrollieren. Wir werden weiter am EU-Prozess arbeiten und schauen, dass wir ein stärkeres EU-Gesetz kriegen, als es jetzt das Lieferkettengesetz hergegeben hat auf Bundesebene. Und wenn wir dann noch an eine Ebene weiterschauen, haben wir ja auch auf internationaler Ebene einen Prozess bei den Vereinten Nationen, der auch von Südstaaten, nämlich von Ecuador und Südafrika angestoßen worden ist, den UN Binding Treaty Prozess. Den sollten wir nicht außer Acht lassen. Da ist im Oktober die nächste Verhandlungssitzung. Da hat sich bisher die EU und Deutschland nicht besonders hervorgetan, nämlich nicht inhaltlich an diesen Verhandlungen beteiligt. Bisher war das Argument immer, naja, wir haben ja den nationalen Aktionsplan auf Bundesebene, den müssen wir jetzt noch abwarten. Jetzt ist er nun zu seinem Ende gekommen mit dem Lieferkettengesetz. Jetzt wollen wir aber auch, dass die Bundesregierung, vielleicht die künftige Bundesregierung oder die jetzt noch aktiven Ministerien sich da einbringen und die EU ein Verhandlungsmandat kriegt für ein Abkommen auf internationaler Ebene, sodass eben nicht nur es einzelne nationale Lieferkettengesetze gibt, sondern wirklich ein völkerrechtliches Abkommen. Das ist auch eine ganz starke Forderung aus dem Süden, dass da nicht eben eurozentristisch hier nur die Gesetze gemacht werden, sondern dass das auf völkerrechtlicher Ebene international festgeschrieben wird. Das sind so die Bereiche jetzt auf in Bezug auf Wirtschaft und Menschenrechte. Aber es gibt natürlich noch ganz viel anderes zu tun. Da könnten wir jetzt ein Brainstorming hier im Saal machen und ganz viele Ideen sammeln. Vielleicht machen wir das gleich beim Abendessen noch. Aber klar, wir können an ganz vielen Stellen ansetzen. Stichwort Preise, was Amanda Luna vorhin angesprochen hat.
Ja, da müssen wir auch schlichtweg in eine Umverteilungsdiskussion, glaube ich, wieder reinkommen. Wenn wir sehen, dass große Versandhändler wie Amazon so viele Milliarden gescheffelt haben, jetzt auch über die Corona-Krise, oder die großen Supermarktketten so viel reicher geworden sind und das bei den Beschäftigten entlang der Lieferkette eigentlich nicht angekommen ist. Ja, da müssen wir auch diese Diskussionen führen. Und ja, genau, Konzernmacht ist ein Thema, Kartellrecht. Warum haben wir so mächtige Digitalkonzerne, die dann auch Einfluss nehmen können auf unsere Demokratie? Das sind alles Diskussionen, die wir weiterführen müssen. Und genau, es bleibt, die Themen werden uns nicht ausgehen, sagen wir so. Für mich ist eigentlich auch dieser Ansatz, dass Sie sagen, man kann natürlich nur global was verändern, also die verschiedenen Stufen der Abkommen, wer sich beteiligen muss, dass man wirklich auf der globalen Ebene vorankommt, passt ja auch super zu unserem Thema der Veranstaltung. Es geht eben nur zusammen und hoffen wir mal, dass wir es schaffen. Ich würde sehr gerne, es sei denn, es brennt jetzt jemandem hier noch was unter den Nägeln, eine Frage, würde ich gerne die Runde beenden. Mich herzlich bedanken bei allen, die mitgemacht haben, natürlich auch online. Zum Abendessen kann ich Sie zu Hause an dem Bildschirm, zumindest bei uns, leider nicht mitziehen. Aber danach gibt es Musik und ich glaube, die wird auch übertragen. Ganz vielen Dank.